Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge mit unserem Clownfolk. Jetzt ist es Abend, man sieht hier immer, das hat man beim letzten Mal noch nicht betrachtet, was die hier machen. Also am Morgen, Tag und Abend arbeiten sie. Am Sonnenaufgang und Sonnenuntergang haben sie Freizeit und nachts natürlich Schlaf. Essen ist nichts mehr da oder nicht mehr so viel. Und naja, wir sollen aber jetzt einmal schauen und sollen mal die Alphalle hier herstellen. Wir könnten es entweder über die Ideen oder natürlich über das Tutorial. Und da können wir jetzt hier eine Alphalle herstellen. Okay. Ja, mal ein bisschen schneller. Dass die schnell die Alphalle bauen. Okay. Belastungstutorial. Genau, den können wir jetzt einmal hier das Ding schnell mal fertig bauen lassen. Kann man kurz überlasten. Okay, und jetzt können wir wieder normal. Okay, Rohrei. Alphallen sind außerhalb des Winters eine verlässliche Nahrungsquelle. Klicken wir auf die Alphalle und können natürlich jetzt hier rohen Aal herstellen lassen. Okay. Aber heute nicht mehr, morgen. Und immer wieder. Und als allererstes sollen die am Morgen die Alphalle leeren. Okay. Und dazu soll man jetzt dem das Jagen ganz nach oben stellen, damit der Finlay am Morgen das Ding immer ausleert. Da schauen wir jetzt einmal hier rein. Okay, ja, da haben wir nur den Finlay. Okay. Und dann soll natürlich auch einmal das, lassen wir weiterlaufen. Auch das Kochfeuer gebaut werden. Nahrung, Kochfeuer. Genau. Jetzt sieht man es ein bisschen schlecht, aber ich glaube, hier ist außenrum nichts, also ist keine Gefahr. Man sieht nämlich jetzt, wie weit die Funken sprühen. Aber wir lassen natürlich jetzt die erstmal in Ruhe schlafen. Und den ersten harten Tag haben wir jetzt hinter uns gebracht. Was haben wir hier? Steine. Okay, Schlaftutorial. Der ganze Clan schläft. Für den besten Schlaf braucht man dunklen, stillen, warmen Raum mit einem Dach. Okay, schlafen bis Sonnenaufgang, verschlafen aber, wenn sie zu müde sind. Okay. Und man muss ehrlich gesagt sagen, man sieht auch nichts. Auch wenn es hier heißt, benötigt Steine. Ich sehe jetzt hier keine. Ich weiß nicht, wo hier Steine sind. Und von daher lassen wir es natürlich jetzt laufen. Jetzt ist Sonnenaufgang. Okay. Die haben aber immer noch Freizeit. Aber jetzt kommt der erste gleich mal auf die Idee mit Jagd. Aber jetzt wird sie erstmal hier gewaschen, zum Beispiel. Und hier, Fari leert jetzt mal
Die Alphalle. Okay. Und legt es natürlich hier zur Nahrung mit rein. Oder hat er bloß nachgeschaut? Ich weiß es nicht. Jedenfalls können wir sicher sein, die machen das schon. Weil eigentlich sollte ja der Finlay war hier, genau, geht zum Essen, Freizeit, waschen. Da hält sich. Okay. Schauen wir mal jetzt Steine, die waren doch da irgendwo. Okay, da werden Steine. Können uns noch ein paar Steine holen. Weil drei fehlen uns ja noch für die Kochstelle. Aber machen es natürlich in erster Linie jetzt nicht, weil sie Freizeit haben, außer sie wollen. Also, die sind, haben so gewissermaßen einen eigenen Willen. Und wenn sie natürlich richtig ausgeruht sind, können sie auch in der Freizeit arbeiten. Finlay bestückt schon mal hier. Da fehlen jetzt noch 5 Äste. Okay, und jetzt kommt die Kochstelle. Blockadentutorial. Lagerblockade. Das kann man hier einstellen. In welchem Bereich die hier nichts lagern dürfen. Okay, sieht man es hier? Sieht man hier ein bisschen schlecht, aber man sieht hier, hier in dem Bereich dürfen die nichts lagern. Okay, das können wir jetzt wieder wegnehmen. Genau. Und da soll natürlich hier nichts drum rumliegen, weil sie sonst, weil es sonst brennt. Steinhacke. Brauchen wir eine Steinhacke, okay. Zum Löcher graben und Lehm sammeln. Okay, sollen wir hier Beeren sammeln? Jetzt sieht man schon wieder ein bisschen was. Nee, das waren keine Beeren. Aber, nee, da auch nicht. Da haben wir Beeren. Da haben wir Beeren. Hier auch, genau. Muss natürlich jetzt mal Beeren holen. Oh, jetzt kommt jede Menge. Inventar, klicke aufs Inventar. Okay, da kann man jetzt mal nachschauen, was wir alles haben und vor allem wo es liegt. Sieht man jetzt hier. Okay, da ist zum Beispiel jetzt die Steinhacke und hier liegt die Steinsichel. Zieh den unten sichtbaren Vorratsleiter auf 2. Achso. Ah, okay. Jetzt werden sie dann noch ein zweites Ding hier herstellen. Noch eine zweite Steinhacke. So, jetzt brauchen wir Toiletten. Das rote ist immer das allerwichtigste. Plumps Klo. Okay, natürlich hier nicht gleich in der Nähe, sondern hier ein Stück weg.
Machen wir zweimal. Und da brauchen wir gar nichts. Da brauchen wir nur die Hacke. Und Dala hat es sich schon geschnappt und wird jetzt gleich einmal hier zwei Plumpsklos hier basteln. Okay, und Steinachs brauchen wir auch zum Bäume fällen. Okay, und hier haben wir was Neues wieder. Kann man ja auch Lehm sammeln. Okay, das ist immer am Wasser. Lass man natürlich auch Lehm sammeln. Und dann brauchen wir auch noch Zwirn. Und da können wir hier auch noch Zwirn herstellen. Und sagen wir immer mindestens, sagen wir einfach jetzt mal 5. Soll immer mindestens 5 Zwirn da sein. Okay, die zwei Plumpsklos sind fertig. Schlafmatte. Etwas besser als auf dem blanken Boden zu schlafen, ja, das denke ich mir. Jetzt haben wir hier zumindest wieder die Beeren. Dreschmaschine. Schau mal. Okay. Können wir das mal abbauen? So, jetzt schauen wir mal. Okay, Zwirn haben wir auch schon. Jetzt würde ich einmal sagen, diese Nahrungsmittelzone machen wir ein bisschen größer. Okay, da können wir auch hier Gras schneiden. Da können wir dann sicherlich mal auch das Gras hier noch wegnehmen. Okay, da kann man jetzt mal den Aal kochen. Sagen wir auch mindestens 5. Genau, weil das ist ja jetzt noch der rohe Aal, jawohl. Okay, da stellen sie jetzt das her. Da fängt es jetzt an, automatisch den Aal zu kochen. Sehr gut. Genau, da brauchen wir jetzt noch Steine. Die mal hier direkt in der Nähe. Mal die Steine weg. Oh, jetzt ging dieses Warnzeichen auch weg. Ok,
Okay, dieses Handwerksding könnte man auch einmal ein bisschen größer noch machen. Könnte man das hier auch. Ach, haben wir ja eingestellt. Haben wir eingestellt, mindestens 25 immer. Wird natürlich dann gleich nachgebastelt. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir einen Holzkohleofen. Natürlich Holzkohle. Das haben wir jetzt mal Holzkohle. Hier immer 10. Und Holzasche. Das haben wir auch immer 10. Genau. Dann machen die das. Dann passt es. Dann haben wir hier schon mal ein paar Aufgaben hinterlegt. Dann kann er das Wichtigste hier schon mal angehen. Okay, aber Äste fehlen. Das ist hier Gras. Ah, hier kann man Äste sammeln. Immer auch an Bäumen. Machen wir halt. Okay, die drei reichen dann noch einmal vorerst, würde ich sagen. Fertigkeitenindex. Ja, das hat man uns auch schon mehrfach angeschaut. Manche Clanmitglieder sind in bestimmten Bereichen gut, besonders gut. Okay, und dementsprechend können wir denen das dann machen lassen und das ein bisschen hier nach oben schieben. Das können wir ja mal bei den anderen auch schauen. Ja, Reinigung. Machen wir ganz nach oben. Dann hier Ernte. Machen wir da ganz nach oben. Der ist auch noch sehr, sehr gut. Machen wir das hier vielleicht noch um eins runter. Okay. Bauen. Bisschen hier nach oben. So, wie schaut es dann aus? Kochen. Sehr gut. Genau. So passt man das dann einfach an und wird immer besser. Okay, und jetzt gibt es auch die Schlafmatte. Damit sie hier nicht mehr einfach am Boden schlafen müssen. So, haben wir natürlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das Essen ist schon fertig. Und da können wir natürlich das hier gleich mal zerlegen lassen. Und damit ist es schon weg. Haben wir auch sogar schon zwei.
Okay. Ja, dauert jetzt noch etwas, weil wir zu wenig Stroh haben und zu wenig Äste. Machen wir natürlich jetzt. Wo haben wir noch Bäume hier rumstehen? Hier ist noch ein Baum. Äste sammeln. Okay. Die holen wir auch noch. Okay, und die Steinspitzhacke könnte man auch, um nervige Berge loszuwerden, auch einmal einen Auftrag geben. Ah, und da machen sie es hier schon. Da kommt hier jetzt schon Holzkohle und auch natürlich dann Holzasche. Steine mit hier raus sammeln und dann hier das Gras mal Gras schneiden, das hier auch mit weg, nehmen wir hier das auch mal ein bisschen weg, damit die wieder sauber sind. Jawohl, prima, dann ist die zweite Folge auch schon rum, freigeschalteter Brennofen. Jetzt werden wir aber erst einmal schauen, unsere Materialien hier zu bekommen, damit jeder dann am Abend sein Bett hat. Wie heißt es? Eine Schlafmatte. Genau, nicht mehr direkt am Boden schlafen muss. Okay, prima. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.